So now, if I may introduce Guido with a little bit of a preamble of my own, I met Guido the first time I went to Switzerland, and he has been there every time. Guido is one of the inner circle members in that group. Guido has witnessed the spacecraft himself, and Guido has taken pictures with his own camera of the same craft that Meyer photographed. So he is well informed on this case. And with that, I would like to turn the talk over to Guido. Wie Sie vielleicht ja alle wissen, as all of you may know, ist der Schweizer Willy Meyer Kontaktmann. The Swiss citizen Eduard Albert Billy Meyer Safiroy is a contact man. Wohnhaft im Tösstal im Zürcher Oberland. He lives in the Toss Valley, it is a little river in the highlands of Zurich. Und er unterhält seit Kindesbeinen an Kontakte mit extraterrestrischen Intelligenzen. And he is in contact with extraterrestrial intelligences since childhood. Und zwar in telepathischer Form. In telepathic contact. Als auch persönlich von Angesicht zu Angesicht. As well as in physical contact. Eigenartigerweise erfolgen diese Begegnungen stets in elfjährigen Zyklen. Strangely, these encounters happened in 11-year cycles. Die ersten zwei Perioden waren für ihn in erster Linie Lernjahre. The first two periods were for learning mainly. Und sie verliefen absolut auf geheimer Basis. And they happened on a secret way. He was not allowed to talk anybody, to tell anybody about it. Die erste Kontaktperson war ein ehrwürdiger alter weiser Mann, ein Plejadier namens Fad. The first alien he met was a old man, a wise old man called Svat. Von 1942 bis 1943. The contact lasted from 1942 to 1953. Die zweite Kontaktperson, contacted him. Asket. Asket. Aus dem benachbarten Dahl-Universum. From a neighboring universe called the Dahl Universe. Dann war eine elfjährige Pause. Then was an 11-year intermission. Und seit 28.01.75 and since January 28, 1975 begann eine neue Phase. A new period began. Das heißt, die Kontakte wurden zum ersten Mal in der Öffentlichkeit bekannt. And the contacts were for the first time made public. Und mit Kontaktberichten publik gemacht. Published in contact reports covering all the conversations between Billy Meyer and the Pleiadians. Seine Gesprächspartner waren hauptsächlich Plejadier vom Planeten Era. He mostly had contact with Pleiadians from the planet Era. Sowie von ihren Verbündeten vom Lyra Vega System. And the friends or partners from the Lyra System. Ihre Namen lauten Semyase, Quetzal und Ta. Their names are Semyase, Quetzal and Ta. Ferner Minara, Rala, Alena. Furthermore, Minara, Rala, Minara, Alena, Talida, okay. etc. Yeah, right. Am 28.01.86 at January 28, 1986 wurde diese dritte Periode programmgemäß beendet. The third period was ended. Und sie sollte nun in telepathischer Form weitergeführt werden. And the Pleiadians promised to continue in a telepathic form. Das ließ sich aber nicht verwirklichen. But this couldn't be realized because of wegen Billys angeschlagener Gesundheit. Billys bad
physical health. Stattdessen fanden die Kontakte nur noch auf rein privater Basis statt. So the contact was undertaken just on a private base. Aber nachdem sich wieder erwarten Billys Gesundheitszustand gebessert hatte, but after Billy recovered, wurden die Kontakte in offizieller Form, the contacts were continued in an official form, in am 17. November 89. At November 17, 1989. Und seit diesem Zeitpunkt laufen die Kontakte wieder so wie früher, sowohl telepathisch als auch also persönlich, physisch. Since November 17, 1989, the contacts are continued as before in physical and telepathic form. Und es werden auch wieder Kontaktberichte veröffentlicht. And Billy publishes new contact reports. Die Anfertigung dieser Kontaktberichte erfordert für Billy eine große Anstrengung. It is quite a lot of work for Billy to write the contact reports with the hundreds of pages. Er muss sie telepathisch empfangen. He has to receive them telepathically. Und schreibt sie dann mit einer Hand auf Maschine nieder. And because he has only one arm, he's a one-armed person, he writes them down with a typewriter with one arm. Aber der außerirdische namens Quetzal, but the extraterrestrial Quetzal, hat ihm ein Zusatzgerät in seine Schreibmaschine eingebaut. Developed a little technical machine he built into the typewriter. Und somit war es ihm möglich, einen absoluten Weltrekord im Maschinenschreiben aufzustellen. And so Billy was able to break the world record in typewriting. Man höre und staune, maximal 1200 Anschläge pro Minute. He can write up to 1200 keystrokes in 1 minute. This is world record. Unfortunately, it is not in the Guinness Book of Records, but it has to be there. Das ist so anstrengend, dass eine Stunde Schreibmaschinen schreiben 23 Arbeitsstunden manueller Arbeit entspricht. So, it's such a hard work that 1 hour typewriting is the same amount of energy you have to invest for 23 hours of physical work. Diese Tätigkeit ist nur möglich, weil sie über das Unterbewusstsein läuft. And it is only possible because Billy does it through his unconscious mind. Und weil er sich sehr schnell wieder regenerieren kann. And because he can recover quite quickly. Was die Kontaktarten betrifft, müssen wir grundsätzlich 3 verschiedene unterscheiden. In general, there are 3 different types of contact. Er hat erstens persönliche Kontakt. Personal contact. Von Angesicht zu Angesicht. From face to face. Zweitens telepathische Kontakt. Telepathic contact. Und drittens inspirative Übermittlungen. And inspirational information. Von höheren Geistwesen. He got from higher spiritual beings. Die keinen Körper mehr haben. Who do not have a body anymore. Grundsätzlich wird jeder Kontakt, jeder persönliche Kontakt durch eine telepathische Voranmeldung angekündigt. Generally, every physical contact is announced telepathically. Allerdings ist Billy auch befähigt, jederzeit von sich aus einen Kontakt zu erbitten. But also Billy is able to ask for contact whenever he wants. Wenn er das aus irgendwelchen Gründen wünscht. For whatever reason. Für die Durchführung persönlicher Kontakte werden mehrere Möglichkeiten angewendet. There are many different ways to establish a personal contact. Die erste Möglichkeit, number one,
Der außerirdische Besucher landet mit seinem Raumschiff. The alien is landing in his spaceship. In einer versteckten Waldlichtung. In a hidden forest area. Lässt den Kontaktmann einsteigen. Billy enters the ship and they fly away. Und im Schiff findet dann eben das Kontaktgespräch statt. And inside of the ship they have the contact talk. Ab und zu sind sie auch mal spazieren gegangen. From time to time they walked around in the forest. Jetzt gibt es zwei Variationen. We have two variations. Entweder Billy erhält genaue Angaben über Ort und Zeit der geplanten Begegnung. Variation one gets exact information about time and location. Auf telepathischem Wege. By telepathic communication. In diesem Fall begibt sich Billy entweder zu Fuß oder mit einem Fahrzeug zum verabredeten Treffpunkt. In this case, Billy goes by foot or with a vehicle to the arranged location. Oder er lässt sich von seinen Freunden dahin chauffieren. Or his friends bring him by car. Eventuelle Begleitpersonen müssen allerdings in der Nähe des Treffpunktes auf Billys Rückkehr warten. If this is the case, the people who bring him have to wait for Billy quite some way away from the contact location, and they see the ship coming down and flying away again. And so lautet die Order der Pleiadien. That's the Pleiadian order. Wenn aber der Treffpunkt aus irgendwelchen Gründen nicht im Voraus vereinbart werden kann, but if for some reasons the location cannot be transmitted before, dann kommt die sogenannte Weglotsung zum Zuge. When they do it by the so-called Weglotsung, different word. Guidance, way guidance, place guidance. Ich kann das. Ja, we guide him on the way. Ich kann das kurz erklären. I can explain it. Ein telepathisches Führungsgerät. They have a telepathic guiding device. Das sozusagen zum Inventar eines jeden Plejadenschiffes gehört. Part of the inventory of every Pleiadian ship. Leitet den Kontaktmann auf telepathische Weise. And it is guiding the contact person telepathically. Bis zum geplanten Treffpunkt. To the planned arranged location. Wobei ihm dann laufend Himmelsrichtungsangaben übermittelt werden. By giving him directions with every minute, in every minute. Auf diese Weise gelangt Billy dann schließlich an das gewünschte Ziel. So that's how Billy comes to the arranged location. Diese Methode mag vielleicht etwas eigenartig und primitiv erscheinen. This may sound strange and primitive. Aber sie wurde hauptsächlich in den Anfangsjahren 75, 76 häufig praktiziert. But they practiced it mainly in the first years of the contact in 1975-1976. Um den Kontaktmann aus seinem Haus zu locken. To guide the contact person out of his house. And denn er sollte aus gesundheitlichen Gründen mehr Bewegung an frischer Luft haben. Und because for health reasons they wanted him to move in fresh air. Das hatte er aus Zeitmangel immer vernachlässigt. And for time reasons he never wanted to do it, but they said you have to do it, you have to keep healthy. Die zweite Möglichkeit. The second possibility. Eine viel elegantere Methode. A more elegant way. Das ist die sogenannte kontrollierte Transmission. It's the controlled transmission. Oder auch Teleportation. Or called teleportation. Die wird ebenfalls in zwei Variationen durchgeführt. Here we have two variations too. Einmal ist es Billy, der entweder direkt in das außerirdische Raumschiff gebeamt wird. They can beam Billy up in the alien aircraft.
beziehungsweise aus dem Schiff wieder zurück. And back from the alien aircraft to wherever. Oder die Rollen werden vertauscht. Or they change the roles, then the alien comes down, is beamed down and up again. Das heißt, die Außerirdischen fliegen zu ihm, lassen das Schiff über dem Haus schweben. The aliens come to him, the craft is hovering over the house and the alien is beamed down. Das Schiff wird abgeschirmt. Of course, the ship is protected from sight. Und von dort aus befördern sie sich eben mit einem Teletransmitter. And for the teletransmitter, zu Billy, entweder in seinem Büro, they beam down to Billy in his office, wherever he is in the moment. Dieses sogenannte Beamen ist das in dem Giant Fiction Film Enterprise. This is like the beaming in Star Trek. Wurde sehr anschaulich dargestellt. They illustrated it in quite a good way. Beam me up, Scotty. Und da gibt es verschiedene Zeugen. There are many witnesses. Die Kontaktgespräche zwischen Billy und den Außerirdischen werden ausnahmslos in deutscher Sprache geführt. The contact talks between Billy and the aliens are only in German language. Selbst wenn ein außerirdischer Besucher überhaupt keine blasse Ahnung hat von der deutschen Sprache. Even if an alien visitor doesn't have any idea of the German language, so kann er sich dennoch mit einem Translator hervorragend verständigen. He can communicate easily with a translation device, something we would all love to have. Die Plejadier besitzen nämlich Aufzeichnungen über sämtliche Sprachen der Erde. Because the Pleiadians have records about all languages on Earth. Und sie lernen den Grundstock einer Sprache innerhalb eines Monats. They learn the basic of a language in a month. Davon sind etwa 10 Tage phonetische Ausbildung für die Aussprache. 10 days of phonetic training. Und in den übrigen 3 Wochen bekommen sie eine Haube über den Kopf gestülpt. And for the last 3 weeks they get a kind of helmet on their head. Da werden sämtliche wichtigen Wortbegriffe sozusagen wie mit einem Nürnberger Trichter hypnotisch eingetrichtert. And all the important vocabulary is transferred into the unconsciousness of the person. Nach den Angaben der Plejadier vom Planeten Era, the Pleiadians from Planet Era, besitzen sie zahlreiche Stationen im gesamten Universum. They have many bases all over the universe. Unter anderem auch in unserem Solsystem. Some of them in the solar system. Und eben auch auf der Erde. And on our planet, on Earth. Selbstverständlich liegen diese Stationen so gut versteckt und abgesichert. But of course they are protected and hidden carefully. Dass wir so gut wie keine Chance haben. So we don't have any possibility to discover them. Diese Schlupfwinkel jemals ausfindig zu machen. I just said it. Es sei denn, wenn wir die Koordinaten kennen würden. We can only do it if we know the exact location and coordinates. Diese Stützpunkte waren 11 Jahre lang, das heißt vom 28.01.75. These bases for 11 years from January 28, 1975 bis zum 28.01.86 to January 28, 1986 ständig von circa einem Dutzend außerirdischer Rassen besetzt were manned by a dozen alien races or cultures for all the time. Die ausnahmslos aus dem Lyra-Vega-System stammen. We all come from the Lyra and Vega system. Und von den Plejaden. And the Plejades. Diese außerirdischen Forschungsgruppen waren absolut wegen uns hier, also nur wegen uns. These alien research crews were here because of mankind only.
Und sie ließen uns wertvolle, vielfältige Hilfe haben sie uns gegeben. And they gave us a lot of help and advice and information. Und das geschieht in bescheidenem Maße auch heute noch. And this still happens today. Zurzeit ist leider nur noch einer dieser Stützpunkte besetzt. At the moment, unfortunately, only one of these bases is still occupied. Mit einer kleinen Abordnung. By a small crew. Dieser Pleiadien. Of Pleiadians. Das bekannte sieben Gestirn der Plejaden ist ein offener Sternhaufen. The famous seven star group of the Pleiades is an open star cluster. Im Sternbild Stier. In the Taurus. Rund 500 Lichtjahre von der Erde. About 500 light years away from our planet. Aber die Sterne dieser Region sind noch relativ jung. But these stars are quite young. So dass ihre Planeten vorerst noch keine, nicht geeignet sind für menschliche Besiedlung. So that's why most of the planets at the moment are not, cannot be colonized by men. Dennoch leben dort menschliche Zivilisationen. In spite of this, there are human civilizations. Allerdings in einer anderen Dimension. In another dimension. Das heißt, diese Raumzeitebene. It means with time space level ist ganz leicht in die Zukunft verschoben. Is slightly projected or swifted into future. Im Vergleich zu uns. Compared to our planet. Eine von diesen Sonnen heißt Tiget. One of the suns have the name Tiget. Sie wird von 10 Planeten umkreist. It is surrounded by 10 planets. Wovon immerhin 4 bewohnt sind. And 4 of them are inhabited. Oh. Und der erdähnlichste Planet von diesen. One of them is quite similar to Earth. Namens Era. And its name is Era. Verkörpert die Heimat. And it is incorporating the home der drei wichtigsten pleiadischen Kontaktpersonen of the three most important Pleiadian contactees, Semyase, Quetzal und Ta. Semyase, Quetzal and Ta. Die Pleiadier vom Planeten Era nehmen insofern eine Sonderstellung ein. The Pleiadians from planet Era have a special status insofar. Weil sie uns viele Nasenlängen voraus sind. As they are advanced for many, many years. Auch den anderen außerirdischen Besuchern hier auf der Erde. And they are even advanced from other ET visitors on our planet. Den Erdenmenschen sind sie allein in technischer Hinsicht 3,500 Jahre voraus. Only in technical terms, they are ahead of 3,500 years. Trotzdem handelt es sich nicht irgendwelche engelhafte überirdische Wesen. But they are no angels. Und keine Engel, habe ich gesagt. They are no angel-like. They are no supernatural angel-like creatures. Sondern es sind Menschen aus Fleisch und Blut, so wie wir. But they are men of flesh and blood, like we are. Bloß etwas höher entwickelt. Simply a little higher developed. Ja. Ihre mittlere Lebenserwartung beträgt 1000 Jahre. The average lifespan is 1000 years. Ich betone aber ausdrücklich, dass meine Angaben nur für diese Pleiade vom Planeten Era gelten. But I want to pronounce that my information is just for the Pleiadians from the planet Era. Denn es gibt viele andere. There are many other different groups. Diese Pleiadier haben sich nun als Sprachrohr und Vermittler den Schweizer Kontaktmann Billy Meyer auserkoren. And these Pleiadians have chosen Billy Meyer as their communicator.
der uns wichtige Botschaften, Belehrungen und Warnungen übermittelt. Who gave us many important teachings and warnings from the Pleiadians. Um seine Kontakte nun etwas glaubhafter zu machen, to give his contacts a little more credibility, erhielt er von den Pleiadiern die Erlaubnis. He got the permission by the Pleiadians to take pictures of their ships. Bilder von ihren Schiffen zu machen. Insgesamt 8 Kurzfilme und mehr als 1000 Farbdias anzufertigen. So he made more than 8 little films, 8mm films, and more than 1000 slides. Von pleiadischen Raumschiffen, schon Pleiadian spacecraft, von ihren Landespuren, their landing traces, und fantastischen Flugmanövern, fantastic flight maneuvers, und von Tag- und Nachtdemonstrationen, and day- and nighttime demonstrations. An Billy und 5 seiner Zeugen wurde auch ein sogenannter Lügentest vorgenommen. Polygraph voice detector, lie detector test with Billy's voice and the voice of 5 witnesses. The gentleman who did it was here in the audience half an hour ago and informed the audience about it. Und alle verfügbaren Zeugen wurden mehrmals separat interviewt. And all witnesses were interviewed for many times separate other. Und ihre völlig unabhängig voneinander geäußerten Zeugenaussagen and their independently communicated witness reports were validated, lieferten stets übereinstimmende Resultate and gave confirmation of everything, because we all said the same, we all gave the same information, the same location. We didn't find anything what was contrasting the picture. Glücklicherweise haben sich eine Reihe namhafter Experten in den USA, fortunately some well-known experts in America, teilweise auch Mitglieder der NASA, including co-workers of IBM and NASA, bereit gefunden, cooperated, Billys Beweismaterial auf Herz und Nieren zu prüfen, in the evaluation of Billy Myers' evidences, und zwar mit allen verfügbaren Mitteln, by all technical help they could get, wobei auch moderne Computer zum Einsatz kommen, including most modern computer technique. Wissenschaftlich analysiert wurden erstens Dias, they scientifically analyzed slides and pictures and Filmausschnitte, films, dann 4 kleine Metallprobestücke, 4 small metal samples, vom Material eines pleiadischen Raumschiffes, of the material from a Pleiadian craft, und die Sirr-Geräusche eines nicht abgeschirmten Pleiadenschiffes, and the sounds, the strange whirling sound of a Pleiadian craft unprotected. Und wir sind den amerikanischen Wissenschaftlern, Institutionen und Forschungsgruppen, we are very grateful to the American scientists, institutions and research organizations who assisted us to evaluate the Billy Meyer case, sowie den japanischen Forschern zum großen Dank verpflichtet, as well as the Japanese researchers and television people. Denn sie haben uns für die Glaubwürdigkeit des ganzen Geschehens einen großen Dienst erwiesen. Because they did a great service in validating the case. We were all a part of it. Anhand dieser wissenschaftlichen Analysen, according to the scientific analysis, konnten keinerlei Anzeichen von Fälschungen festgestellt werden. No indications of a fake were found. Vielmehr offenbarten sich stets neue Anzeichen für die Tatsache,
they found more and more indications for the fact dass Billy Meyers Kontakte authentisch sind. But Billy Meyers contacts are authentic. Jetzt hätte ich noch einige Auszüge über die Analysen. Vielleicht könntest du mir das vorlesen, dann geht's schneller. Okay, now I have the picture and film analysis here, and he gave it to me, Guido gave it to me to translate it directly to save time. So, for example, Mr. Bear, the owner of a photo shop in Wetzikon, where Billy gave his picture material for developing, said, I don't know anything about UFOs, but the pictures are authentic. You can bring me in front of court and I will say the same. An expert for filmic special effects, Mr. Willie Gentleman from Hollywood, said, to produce this film, Maya needed a lot of good assistance, at least 15 people. And to fake only the 8 films he had to invest about $60,000. He has to have a studio having all the equipment. And the equipment, if he would have to buy it, it would be another $500,000. An expert for picture evaluation, Mr. Eric Eliasso, said, I have no idea how anybody can fake these pictures. If somebody did it after filming, if somebody did it cut and paste job, and we would have discovered it by the computer, but we didn't. Dr. Michael Merlin, professor for astronomy and the picture evaluation expert, said, I believe these photographs are incredible. They seem to show a real phenomenon. I couldn't see anything faked on the pictures, and I do not believe it is a photographic fraud. Ich möchte schon noch etwas über die Anfeindungen erwähnen, denn Billy Meyer wird ja nach wie vor als raffinierter Lügner und Betrüger betrachtet. Let me talk about the animosities against Billy Meyer and about the publications in America calling him the most infamous hoaxer in the history of ufology and all this shit by Karl Korff and other people. Pardon me the word. Vornehmlich in ufologischen Kreisen spricht man sogar vom größten UFO-Schwindel des Jahrhunderts. In MUFON circles, people call it the greatest hoax in the century. Und es ist geradezu unfassbar, was bestimmte Kreise alles unternommen haben, zum Teil mit einem Riesenaufwand an Mühe, Zeit und Geld. And it is incredible to what some UFO groups did to debunk Billy Meyer. Um Billys Glaubwürdigkeit weltweit zu untergraben. They invested a lot of time and energy and money to debunk Billy's credibility. Ein ganzes Sammelsurium von Missverständnissen, Gerüchten, falschen Interpretationen und auch bösartigen Verleumdungen hat sich inzwischen angesammelt. This includes a whole lot of misunderstandings, misquotations, rumors and bad will operations by many people. Und weil sich Billy Meyer bis heute nicht gewehrt hat, and because Billy never did anything against it, wird das zusätzlich noch als Beweis dafür angesehen. It is called an evidence that he is a hoaxer because he never fought against it, but he never fought against it because he cannot afford an American lawyer. Dass diese Anschuldigungen von Richtigkeit sind, nach dem Motto, wer nicht dementiert, ist auf jeden Fall schuldig. So these people, these debunkers say, who does not defend himself, is guilty.
Mit notorischer Wiederholung einer Gebetsmühle wird immer wieder der Vorwurf erhoben. With the notorious repetition of a Tibetan prayer mill, they repeat the offense. Billy habe ja sowieso nur selbst gebastelte UFO-Modelle fotografiert. Billy photographed UFO models. Dazu ein paar praktische Beispiele. Man fand in Billys Garage kleine Modelle von UFOs, die haargenau so aussahen wie die Raumschiffe auf seinen Fotos. For example, Kalkoff wrote, in Billy's garage we found little models of UFOs looking exactly like the objects on the pictures he took. Meyer erklärte schlau, er habe die Fotos zuerst gesehen, fotografiert und dann maßstabsgerecht nachgebaut. And cleverly, Meyer said he first photographed them and then he built the models. Das ist entnommen aus dem Vorwort von Bud Hopkins im Buch UFOs, es gibt sie. Now that's what Bud Hopkins wrote in the book about the Gulf Breeze incident. That's the German edition of it. Die Raumschiffe, die Meyer fotografiert haben will, waren Trickaufnahmen. The spaceships Meyer claimed to have photographed were tricks and manipulations. Die Modelle hat er an Fäden aufgehängt. The models were suspended by a string. Und seine Frau musste sogar als Aussicht. And his wife was photographed with a wig on top and he claimed with a basket. Er hatte einfach eine Perücke auf den Kopf gesetzt. I said it. Und so weiter. And so on. Ferner haben Studenten, amerikanische Studenten aus Hollywood, zwei Kunststoffmodelle von einem pleiadischen Schiff angefertigt. Furthermore, as I already mentioned, two students of the film school in Hollywood produced a small model. Eines davon wurde Billy als Geschenk. Two models, and one of them was given to Billy as a gift. Und das andere hängt heute noch in seinem Büro. And is still hanging in his office in Hinterschmidt-Rüti. Und die amerikanische Forschungsgruppe, the American Research Group, hat nun mit Billys Kamera dieses Modell fotografiert in allen möglichen Stellungen. Took pictures of his model with Billy's camera in every possible position. And it never looked like something else than a model. It was incomparable with the original pictures. So. Ja, das haben die Computer dann sofort festgestellt. The computers immediately found out this is a model. Aber damit haben sich die Forscher noch nicht zufrieden gegeben. But this didn't satisfy the investigators. Sie haben in der Schweiz ein Messgerät ausgeliehen und they rented a measurement device. Und haben damit den Beweis erbracht, dass Billys Angaben in Bezug auf die Größe und die Entfernung der fotografierten Objekte genau mit den Ermittlungen übereinstimmen. And found out, validated, that Billy's information about the size and the distance of the UFOs was correct. Erwähnenswert ist auch die Tatsache, dass Billy nicht wie ein Eremit auf einer einsamen Farm oder Berghütte lebt. Furthermore, I want to mention that Billy doesn't live like a hermit on in a mountain cabin. Sondern man kann seine Aktivitäten jederzeit überprüfen. But he is surrounded by people and you can follow his activities whenever you want. Er konnte sich überhaupt keine Manipulationen leisten, ohne von seinen Angehörigen und Mitbewohnern ertappt zu werden. So there were always people around and he could never make any manipulation without being
found out or without being discovered by his fellow people. Ja, ich will es kurz machen, aber das eine möchte ich noch erwähnen. Es sind nämlich Billys Bilder sind mit voller Absicht manipuliert worden. And furthermore, Billy's pictures were manipulated. Und in diesem Falle handelt es sich aber nicht um Billy Meyers Bildmaterial. By a group in Arizona called Ground Saucer Watch, who das published so-called photo analysis showing strings, but the strings are not vertical. But if you see it and if you compare it with the original pictures, the strings are diagonal. So it is quite strange, the suspension string must be vertical because something is hanging down. An und für sich ist es ja nichts Ungewöhnliches, wenn UFO-Kontaktpersonen und ihre Anhänger und Sympathisanten mitleidig belächelt oder mehr oder weniger angefeindet werden. But it is not unusual that UFO contactees and their followers were debunked or ridiculed by the public. In meinem Dorf wurde gesagt, ich hätte einen Dachschaden vom letzten Weltkrieg zum Beispiel. For example, in my village, the people said, I have a head damage from the last World War. Für Billy ist das leider in besonderem Maße, trifft es besonderem Maße zu, dass er angefeindet wird. Especially Billy is attacked, of course. Und um die Verbreitung der außerirdischen Botschaften und Wahrheiten zu stoppen, versuchen ihn seine Gegner mundtot zu machen. Stop the spreading of the extraterrestrial teachings and truth. His opponents try to stop him from spreading the truth. Indem sie ihn einfach ins Jenseits befördern wollen. Some of them tried it quite verbally in trying to kill him, to assassinate him. Und so sind bis heute nicht weniger als 13 hinterlistige Mordanschläge auf Billy verübt worden. Up to now, not less than 13 attempts to kill Billy were performed. People tried for 13 times to kill Billy Meyer. Ich selbst war auch einmal dabei, als es wieder mal aus der Dunkelheit geknallt hat. I witnessed it for one time when the Stevens witnessed another attempt to kill Billy Meyer. Und in Anbetracht dieser weltweiten Anfeindungen würde ich es natürlich niemals wagen, in aller Öffentlichkeit für Billy Meyer einzutreten. And it is quite dangerous in public to promote Billy Meyer because he is attacked all over the world. Wenn ich nicht hundertprozentig von der Realität seiner Kontakte überzeugt wäre. And because this is very dangerous, I would never do it in public if I wouldn't be convinced for 100% that Billy Meyer said the truth. Eine solche Überzeugung fällt natürlich niemandem mühelos in den Schoß. Such a position you can't get from nothing. Vielmehr muss so eine Überzeugung durch intensive, langjährige Gedankentätigkeit erworben werden. To be fully convinced of something, you have to deal with it for a long time, you have to think about it, you have to evaluate it again and again and again. Mir persönlich kam allerdings der glückliche Umstand zugute. Fortunately, dass ich ihm zusammen... some things are short in English. Dass ich im Zusammenhang mit Meyers Kontakten an verschiedenen Tag- und Nachtdemonstrationen teilnehmen durfte. Fortunately, I had a great chance to participate in many of Billy's contacts at day and night time, and I witnessed what happened. Und auch mehrmals die Erlaubnis zum Fotografieren bekam. And sometimes I even got the permission to take pictures.
Und im Hinblick meiner diesbezüglichen Erlebnisse, talking about my experience und meine langjährigen Recherchen and my long-term investigation, kann ich also mit gutem Gewissen behaupten, I can tell you with a good conscience, dass wir es hier nicht mit Grimms Märchen zu tun haben, that these are no fairy tales, that these are no fairy tales, no stories told by the Grimm Brothers or 1001 Night, sondern schlicht und einfach um nackte Tatsachen, but what we have plain facts here. So unwahrscheinlich das vielleicht auch für Außenstehende klingen mag. Even if it might sound incredible to you. So we continue with the slide material I brought. Das erste Bild zeigt nun diesen alleinstehenden Bauernhof. This is the Billy Meyer Farm in Hinterschmidt-Rüti, the Semyaza Silver Star Center. Wohnsitz der Figo. This is the headquarter of Figo. Das Areal heißt auch, wie er schon sagte, Semyaza Silverstar Center. Dann haben wir eine Fahne mit dem Emblem der Figo. Die Figo ist eine nicht gewinnbringende Vereinigung. Figo is a not-for-profit corporation. Und auf diesem Bild sieht man auch das Sternbild der Plejaden. And we see the Constellation of the Pleiades. Das ist ein Hinweis für für Besucher, die aus aller Herren Länder zu uns kommen. This is an information for visitors coming to us from all over the world. Und an sämtlichen Sonn- und Feiertagen kostenlos Auskunft bekommen. And who get free information at every sun and national holidays, every Sundays and holidays. Das ist dieser Billy Meyer, Kontaktmann in der Schweiz. This is Billy Meyer, Eduard Billy Meyer today. Das. These are two ladies from the Dahl Universe, Asket and Minara. Richtig. Die Unschärfe stammt von Strahlungen des Schiffes, weil dieses Bild im Innern eines Raumschiffes angefertigt wurde. This picture was taken from inside of an alien craft, that's why it is a little blurry. Hier nochmal Asket. Here again Asket. Wie ich schon erwähnte, hatte Billy 11 Jahre mit dieser Frau Kontakte. As mentioned before, Billy had contacts for 11 years with this lady. Und der einzige anatomische Unterschied zwischen uns und diesen Außerirdischen sieht man an den verlängerten Ohrläppchen. The only anatomical difference between us and these aliens are the prolonged ears. How you call it? Earlobes. The prolonged elongated earlobes. Ja, das ist kein echtes Bild, sondern eine Zeichnung. This is a drawing of Semyaza. Von der Hauptkontaktpension Semyaza, ja, von einem Herrn Eugen Eichenberger, nach Billys Angaben angefertigt. Made according to Billy's instruction. Und sie ist neben Quetzal und Tar die wichtigste Kontaktperson mit Billy. Next to Quetzal and Tar, she is the main contact person of Billy. Ja. Zeige Ihnen jetzt zunächst einmal Landespuren. I show you some of the landing traces here. Die stammen von einer schwarz-dunkelhäutigen namens Minara. These come from a ship of a black skin-colored girl called Minara. Und Rala. And Rala. Ja. Die stammen beide aus dem Lyra-Vega-System. Both come from the Lyra-Vega-System. Und gehören zu den Verbündeten der Plejadier. And belong to the
affiliates of the Pleiadians. Hier handelt es sich um ein relativ kleines Schiff, denn die Landespur misst nur 3,5 Meter im Durchmesser. It is a relatively small ship because the landing place is only 3.5 meters in diameter. Das Gras war nicht richtig verbrannt, sondern the grass was not really burnt, angesenkt. But only the top of the grass was partially burnt. An Ort und Stelle, man konnte überhaupt keinen Brandgeruch vernehmen. And although it was freshly created, you couldn't smell any burning smoke or whatever. Hier der Kontaktmann bei der Untersuchung. Here Billy is investigating the landing place. Es war auch ein Physiker dabei mit einem also a physicist participated in the investigation. Messgerät. There's a measurement device. Konnte aber keine radioaktive Strahlung feststellen. But he couldn't measure any radioactivity. Weil diese Schiffe einen ganz anderen Antrieb besitzen. Because this ship has a different propulsion. Das sind Winterspuren direkt vor dem Wohngebäude. This was a landing in front of the Billy Meyer farm, the living building, the winter. Die Eisschicht war etwa 10 cm dick. The ice and snow was about 10 cm, what is a third part of a foot. Und about 4 inches. Und eine dieser Landespuren entstand innerhalb von 10 Minuten, als die Frau des Kontaktmannes gerade eines ihrer Kinder zur Schule brachte. Und als sie dann zurückkehrte, fand sie diese Spur vor dem Haus. It appeared in 10 minutes when Mrs. Meyer brought the children to school. And when she came back after 10 minutes, she found the landing traces on the parking yard. Herr Kontaktmann vor dieser Landespur. This is Billy Meyer again. Das ist ein gelandetes 7-Meter-Schiff der Pleiadier. This is a landed Pleiadian 7-Meter-Craft. Das Bild hat eine besondere Bedeutung, und zwar in zweifacher Hinsicht. The picture has a special double meaning. Infolge der Einwirkung der Strahlungen des Raumschiffes. Because of the radiation of the craft. Und durch zu große Annäherung des Fotografen. And because Mr. Meyer came too near to it, weist das Foto wellenförmige Konturen auf. The picture has a waving change of the shape of the UFO. The force field, the energy field, changed the image a little bit. Es wird deshalb auch angefeindet. That's why some people believe it's a model, but it is not. Außerdem wurde das Original manipuliert, das heißt, die Beine müssten eigentlich unten an der Unterseite 3 Beine herausschauen, die wurden weggeschnitten. Also they manipulated the original negative, they cutted the 3 landing legs, which were on the original picture. Und die Manipulation wurde an die Wand projiziert, damit es wieder die richtige Größe hat. And they projected the manipulation to the wall and took a picture from it, so it has the original format again. Dieses Bild haben Sie wahrscheinlich in der Ausstellung gesehen. Das ist ein Gemälde. This is a drawing by our Congress artist. You can see the original in the exhibition. In etwa kann man sich das vorstellen, wenn also ein pleiadisches Schiff direkt auf dem Erdboden landet, dann streckt es diese 3 Landebeine aus. Es kann natürlich auch schweben, je nach Wunsch. Now you have an idea how it happens when a Pleiadian craft is landing. The 3 landing legs are extracted. And this is a scenario quite realistic, how it happens, and you get an impression of it. Und bei so einer Landung entstehen dann diese
tellerförmigen Landeabdrücke. They create these impressions on the ground. Sie haben einen Durchmesser von rund 2 Metern. And they have a diameter of about 2 meters. Und sie sind dreieckförmig angeordnet. And they are in a triangular pattern. Ich bin hier gerade am Fotografieren. Here I'm taking a picture. Die Grashalme bleiben konstant am Boden liegen. The grass lies down on the ground constantly in a spiralic pattern. Sie sind spiralförmig von innen nach außen flach gedrückt. From inside to outside in a spiralic pattern. Sie wachsen am Boden weiter und stehen nicht mehr auf. They continue to grow on the ground and they never erect again. Und das hat zu tun, weil das Schiff hat nämlich in diesen Fußabdrücken Antigravitationsantriebe. It is because in these landing device we have an anti-gravitation propulsion device, and that's why it happens this way. Selbst nach 4 Jahren konnten wir feststellen, dass an dieser Stelle ein Schiff gelandet war. Even after 4 years we could see where a craft landed before, 4 years before. Es sind ungefähr an 10 verschiedenen Orten solche Spuren errichtet worden. These traces be found at 10 different locations all over the country. Hier sieht man ausnahmsweise mitten auch noch eine Brandspur. Here you see a burning trace in the middle of it. Hier sind 2 Schiffe nebeneinander in einer Bucht gelandet, und zwar Here's 2 ships landed near to each other in Quetzal und Semyase. With Quetzal and Semyase aboard. Und ihre Schwester war auch dabei, die Pleia. And Semyase's sister Pleia participated. Und die wollte unbedingt mit Billy's Moped fahren. And they wanted to drive Billy's motorbike. Der hat sie dann so eingewiesen und sie hat dann so eine Probefahrt absolviert. And he instructed her and she drove the motorbike. Hatte großen Spaß daran, weil she had a lot of fun. Bei ihnen gibt es keinerlei Landfahrzeug. Because they don't have any motorbikes on the planet. Ja, diese Spuren, die wurden einen Steinwurf von unserem Zentrum entfernt gemacht. These landing traces were found only a few meters away from this lander. Ja, hier sieht man es besser. You'll see it better. Diese Spuren sind in der Nacht entstanden bei einem Sturm und einem heftigen Regenguss. They appeared overnight, and at the same time we had a thunderstorm and a heavy rain, and that's why they look a little disturbed or a little destroyed. Semyase musste eine Energieglocke über das Ganze setzen, und Semyase put a kind of energy dome over the scenario. Ja, das sind 2 Besucher, einer aus Japan und einer aus München. Here we have 2 visitors, one from Japan and one from Munich. Ich möchte da noch hinzufügen, dass diese Schiffe, diese pleiadischen Schiffe, waren am Anfang mit sehr starken Strahlantrieben ausgerüstet. Let me add that these ships had quite powerful radiation devices in the beginning. Und deshalb hinterließen sie bei den Landungen Strahlungen, die gemessen werden konnten. And that's why they left radiations when they landed, and we were able to measure the radiation. Deshalb hat die amerikanische und japanische Forschungsgruppe auch diesbezügliche Messungen vorgenommen. That's why the American and Japanese
his research group took measurements in that area. Mit einem sogenannten Gamma-Detektor. By a so-called Gamma-Detektor. Und dabei wurde innerhalb eines Umkreises von 7 Metern etwa. And in an area of 7 meters around it. Ist der Strahlungspegel bis zu 400% gestiegen. The radiation level was up to 400? Über 400% mehr als in der Umgebung. Was 400% bigger than in the environment, in this area. Und auch ein metallener Anhänger vom Kontaktmann zeigte eine Überdosis an Strahlung. Also a metallic pendant of Billy Meyer had this overdose of radiation. Auch an seinem Körper wurden Strahlungen festgestellt. They also measured radiation on his body. Und nirgendwo in der Umgebung wurden so hohe Werte festgestellt. And nowhere in that area we found such a high radiation. Wir kommen jetzt zu den Pleiadischen Schiffen. Now we see the Pleiadian craft. Die Pleiadier sind ja uns gegenüber sehr hoch entwickelt und aufgrund dessen beherrschen sie die Raumfahrt so gut wie perfekt. The Pleiadians are much more developed than we are and that's why they are nearly perfect in space flight. Zur Überbrückung dieser astronomischen Entfernungen to bridge the astronomical distances in space steht ihnen eine ganze Armada von hochqualifizierten Raumschiffen zur Verfügung. They have a whole armada of highly qualified craft. Wie schon gesagt, unterhalten sie eine Menge Stützpunkte innerhalb vom ganzen Universum. As I mentioned before, they have bases all over the universe. Unter anderem eben auch in unserem Sonnensystem. Including some of them in our solar system. Und auf der Erde. And on Earth. Sie fungieren auch als geistige Entwicklungshelfer. They work as spiritual development helpers. Für bedürftige Zivilisationen, zu denen wir derzeit leider auch gehören. For civilizations who have a need for it, like we are in the moment. We are one of them in the moment. Ja. Und darüber hinaus fungieren sie auch als kosmische Ordnungshüter. More than that, they are a kind of cosmic control. Um den Frieden im Großen und Ganzen zu erhalten. To keep the peace in the universe, more or less. Das heißt aber nicht, dass sie jetzt bei jeder Gelegenheit eingreifen. Das dürfen sie nicht, das wäre gegen das Gesetz. It doesn't mean that they that they interfere in every case, this would be against the cosmic law. Sie sorgen also nur dafür, dass eben keine Katastrophen im Universum ausgelöst werden. But they take care that no catastrophes happen in the universe. Vielleicht durch Atomkriege. Like catastrophes caused by atomic wars or so, dass nicht nur ein Planet, sondern das ganze Raumgefüge dadurch zerstört wird. Catastrophe is not only affecting one planet, but we enter a space harmony. Billy konnte nun innerhalb von wenigen Jahren in just a few years, Billy could alle die im Erdeinsatz befindlichen Raumschifftypen der Pleiadier take pictures of all spacecrafts, all kinds of spacecraft active on Earth Duty kennenlernen. He could make pictures of all of them. Fotografieren und filmen zum Teil. And he could film some of them. Der Durchmesser eines solchen Schiffes beträgt 7 Meter. The diameter of such a craft is about 7 meters, what is about 21 feet. Dieses Schiff ist vorwiegend zum Transport von Personen vorgesehen.
It is mainly for the transportation of people. Über alle möglichen Distanzen hinweg. Through all possible distances. Dann aber auch zur Durchführung der persönlichen Kontakte. And for the contacts. Wir haben Platz für 3 Mann Besatzung. 3 people personnel can be in it. Und ferner dienen sie auch für Forschungsaufgaben verschiedener Art. And they are used for all kinds of scientific investigation they do. Der Werkstoff ist eine Metalllegierung. They're made out of a metallic alloy. Aus Kupfer, Aluminium, Silber. From copper, aluminium, silver. Manchmal auch mit Gold angereichert für Spezialzwecke. For special purposes mixed up. Und eigenartigerweise aus reinem Blei hergestellt. And are made through pure, what is Blei? Len. Lead. Pure lead. Ein solches pleiadisches Schiff besitzt die Fähigkeit, zu jedem beliebigen Zeitpunkt an jedem Ort zu landen und zu starten. Problem? Wobei weder das Schiff optisch noch akustisch festgestellt werden kann. Without being detected optically or acoustically. Auch mit Radar ist da nichts zu machen. Even they needn't be located by radar. Wenn die entsprechenden Schutzschirme eingeschaltet sind. When they use the protection shield they have. Ein solches pleiadisches Schiff ist absolut absturzsicher. Such a Pleiadian ship can never crash. Dafür sorgt ein Gerät. They have a device for it. Das im Voraus schon erkennt. What can recognize in advance. Wenn irgendwelche Materialfehler vorhanden sind. Any material defects. So dass man den zu erwartenden Schaden schon im Voraus reparieren so kann. So they can repair the damage in advance and damit kein Unglück passiert. So now no catastrophe can happen. Man kann sagen, you can say, dass die Plejadier mit diesen Schiffen sozusagen von einem Sternsystem zum anderen springen können. But the Pleiadians can jump from one star to another, so to say. Das ist kein gewöhnliches Fliegen. This is not a normal flight. Und das geht alles in nahezu Nullzeit. And it happens in zero time. Außerdem hyperspace, by going into the hyperspace, indem sie in den Hyperraum gehen, gell? Sie springen in den Hyperraum, ja. They jump into the hyperspace. Bekanntlich gibt es ja eine ganze Menge Räume, aber das würde jetzt zu weit führen. Ich setze also fort. Die Plejader beherrschen nämlich auch noch die Kunst der Zeitreisen. They also know the art of time travel. Und mit Hilfe einer sogenannten Zeitverschiebung wird gewissermaßen die Zeit, die Uhr, der Uhrzeiger zurückgedreht. Time dilatation, they can go back in time. So dass ein Mensch Minuten, Stunden, Tage, die er schon mal erlebt hat, noch von vorne noch mal wiederholen kann. So what a man can repeat minutes or days he experienced before, he can repeat them. Noch erstaunlicher ist die Fähigkeit. Even more amazing is the capability. Materielle Reisen in die Vergangenheit und Zukunft zu unternehmen. To travel into the past or the future. Was viele Leute natürlich als irrissige Behauptungen bezeichnen.
And some people cannot believe it and say, oh, this is so far out. Here we have a picture showing an aircraft and a Pleiadian craft, a picture before, and it has some similarity with the situation of the Puerto Rico picture we saw before. And here we have a fleet of three Pleiadian craft. Four. We have four. Four again. This picture was taken in 1975. Das, no. Das ist eine Aufnahme vom Innen eines Schiffes. This picture was taken from inside of a craft. Sieht man am Boden ein gelandetes Schiff. You see a landed one and another one Schiff. Hovering. Und diese grüne Färbung, die hat eine ganz bestimmte Bedeutung. This green color has a special meaning. Das heißt für die Insassen, dass sie ohne Raumanzug aussteigen dürfen. It means for the people inside the craft, where they can leave it without a space suite. Weil auf ihrem Heimatplaneten gibt es ähnliche Verhältnisse wie bei uns. Because on their planet there are similar conditions as on Earth. Sie haben lediglich 12% mehr Sauerstoff. They just have 12% more oxygen. 3% mehr Gravitationskraft. And 3% more gravitation. Also jetzt vom rein vom physikalischen her gesehen. These are the physical data. Das Bild hat auch eine besondere Bedeutung, und zwar deshalb, weil es ist in der Schweiz sehr schwierig, an helllichten Tagen Aufnahmen zu machen. This picture has a special meaning because it is difficult in Switzerland to make daylight pictures. Denn wir können ja nicht mit der Polizei absperren und sonst würde es dann einen Volksauflauf geben. Because we can't cooperate with the police and we don't want too many people around. Und nun haben aber die Pleiade eine bestimmte Methode. But the Pleiadians have a special method. Das ist die sogenannte Sektorenabschirmung. This is a so-called sector screening, yeah. Das heißt, die schirmen das Schiff ringsum ab und lassen nur einen schmalen Sektor frei für den Fotografen. It means they screen the ship around and they only open a special angle for the photographer. Ein Außenstehender, wenn der jetzt vielleicht 10 oder 20 Meter neben dem Fotografen stehen würde, kann er schon nichts mehr sehen von dem Schiff. And if somebody is standing only 10 or 20 meters apart from the photographer, he cannot see anything anymore. Und diese Leute, die hier abgebildet sind, die wollten das nicht glauben. So these people here on the picture wouldn't believe it. Und deshalb wurde das mal demonstriert. And so they demonstrated it. Die Leute haben das Schiff nicht gesehen. These people didn't see the ship. Sie haben aber beobachtet, wie Billy But they saw how Billy took the picture. Fotografierte und dann war es eben drauf. Of the ship and on the pictures we have the people and the ship. Das ist eine Nachtaufnahme. Das Schiff befand sich in 200 Meter Höhe. This is a night picture. The ship is in 200 meters height. In abgeschirmten Zustand. And it is screened to protect it too. Wie ich schon einmal erwähnt habe, durfte man nicht zu nahe an das Schiff heran. Billy was not allowed to go too near to the ship with his camera. Und sonst wurde entweder der Film zerstört. Jetzt because this would destroy the film. Hier ist das Schiff ganz durchsichtig scheinbar. Here it looks shining and you can see through it transmitten. Yeah. Einmal war Billy auch zu nahe dran, da ist ihm buchstäblich die Kamera in der Hand explodiert. One time Billy was too near and the camera exploded in his hands. Er musste sie reparieren lassen. So he repaired the camera.
Here again we see das ist eine Vergrößerung und zwar an enlargement of the picture we saw before. Hier, das Schiff hat sich hier ausnahmsweise nicht abgeschirmt. Here for a unique case the ship didn't screen. Um zu sehen, ob die das bemerken. To see if the space officers will find it out. Mit ihren Radarschirmen. With the radar screens and. In der Nähe sind nämlich solche Radarstationen. Because we have radar stations nearby. Und es dauerte nicht lange, da kam schon dieser Düsenjäger von der Schweizer Luftwaffe angebraust. And after only a few minutes, this jet interceptor of the Space Air Force came. I believe it's a Mirage. It might be a Mirage. Appeared and surrounded the ship. Dieser Mirage-Düsenjäger versuchte 22 Mal an das Schiff heranzufliegen. He tried to approach the ship for 22 times, but. Und der Pilot musste jedes Mal nach oben oder nach unten ausweichen. And the pilot, for every time, has to go up or down because he couldn't pass the protection shield. Dieser Fall gilt aber in die Geheimstufe 1 in der Schweizer Luftwaffe. In the Swiss Air Force, of course, it is above top secret and we never revealed a document about it or never confirmed it, but we have the pictures proving it. Der Vorfall hat angeblich nie stattgefunden. They denied the incident. Und vor kürzlich kam zu uns einer von dieser Staffel, von dieser Flugstaffel. But a short time ago, a pilot of the Swiss Air Force came to our center. Und erkundigte sich, ob denn dieses Gerücht wahr sei. And asked if this rumor is right. Wir haben gesagt, ja, selbstverständlich. And we said, of course. So he heard about it. So, wir kommen jetzt langsam zum Ende, und zwar sind das ganz, now we are coming to the end. Ganz besondere Schiffe. Here we have very special ships. Und zwar bestehen die aus reiner Energie. Containing they are out of pure energy. Im Frühjahr 79. In the spring of 1979. Hielten sich zwei solche Schiffe. Two of these ships ein paar Monate im erdnahen Raum auf, were in the terrestrial airspace for a few months einen ganz bestimmten Auftrag zu erfüllen. To fulfill a special mission, and they came to Interschmidt-Rüti. Billy war über ihr Erscheinen informiert. Billy was informed about it and prepared the camera. Weil er von der Besatzung telepathisch unterrichtet wurde. Because the crew informed him telepathically. Er konnte sie also einige Male in der Nacht beobachten und so he observed them for many times at night time and took pictures. Die haben die Eigenart, sie können ihre Gestalt je nach Belieben ändern. They can change the image as they want. Und sie können auch ihre Größe variieren. And they can vary their shape. Das ist direkt wieder vor dem Wohngebäude. This is in front of the main building of the Meyer Farm, and you can see how they lighten up a mountain in the background. Und man sieht, wie ein Berg im Hintergrund erleuchtet wird. Nach den Angaben handelt es sich hier um eine sehr hochentwickelte Zwergenrasse aus dem Andromeda-Gebiet. They are high-developed dwarf-like beings from the Andromeda Nebula. Über 2,5 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt. 2.5 million light years away from our planet. Und das sind sogenannte Halbgeistformen. They are non-physical, they are half-spiritual beings and die haben also keinen grobstofflichen Körper mehr. They don't have a physical body like we have. Sondern
Substanzen sind im Übergang zur Feinstofflichkeit. They are in an intermediate state to the pure astral or pure non-physical state of being. Here they are in front of the Meyer Farm. Hier zwei Schiffe, jawohl, direkt über dem Parkplatz. Over the parking lot. Diese Autos mussten feststellen, dass sie 400 Kilometer 5 Liter Benzin benötigen, wenn sie von dieser Strahlung getroffen wurden. All of these cars had engine anomalies and they needed 5 liters petrol for every kilometer. 5 liter pro kilometer? 100. For every 100 kilometers, what is about 60 miles, 65. Und außerdem wurden die Fahrzeuge später alle außer Betrieb gesetzt, weil sie nicht mehr richtig funktionierten. And all of them didn't function well after the incident. Aber das war natürlich keine böse Absicht. But of course, it was not a bad will by the aliens, but they didn't know about this effect. Und dann ist noch zu sagen, dass die elektrische Schreibmaschine jedes Mal zur Reparatur gebracht werden musste. Also the electronic typewriter Billy had, he had to repair every time. Wenn sie eben von dieser Strahlung getroffen wurden. When they came into this radiation. Ja, damit bin ich am Ende und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. And that's the end of my lecture and I say thank you very much to all of you and thank you very much for your kind hospitality. I'm very happy to be here and to share my experience with you in America. First of all, welcome to Las Vegas. My name is Kieran. I was fortunate enough. Willkommen in Vegas. Mein Name ist Kieran. Ich war glücklich genug. To analyze the voice tapes of the witnesses Stimmt. and Billy in 1980 for Wendell Stevens. Very good. And when people say in front of me that the Palladian case is a phony, all I can say is Billy knows what he's saying. Billy believes what he's saying to be true, as well as the 40 witnesses that testified. And I just want to wish all of you well. Very good. Thank you very much. Thank you very much, yeah. Is there a chance that Billy might come to America someday? Das wird leider nicht möglich sein. Unfortunately Erstens aus not. Gesundheitlichen Gründen. Number one for health reasons. Und zweitens aus ist das zu gefährlich für ihn. And number two, it is too dangerous for him. But I can announce that his son Methusalem will come to America soon. And here, of course, we have his closest friend and biographer, Guido Mosburg, on here.